wir haben heute mal wieder eine Kleinigkeit für euch, die jeder nachmachen kann, aus einer alten Cola-Flasche. Und wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann bleibt dran, viel Spaß. Für unsere kleine Dose als Geschenkverpackung brauchen wir erstmal eine alte Flasche. Ist ja nun mal Flaschenupcycling oder PET-Upcycling. Du hast aber jetzt nicht mich gemeint, nee. Eine alte Flasche? Nee, diesmal nicht. Nee, ich habe jetzt hier so eine dickere Flasche, also seht zu, dass sie eventuell eine schöne dicke Flasche kriegt, weil je dicker die Flasche, desto größer ist natürlich dann auch die Verpackung. Also je dicker und größer die Verpackung. Wir schneiden uns jetzt hier erstmal ein Stück zurecht. Ich mache hier oben einen Schnitt. Da kommt es erstmal ab und dann wird hier nochmal abgeschnitten. Oberteil hier wird jetzt die Mütze. Ihr könnt da verschiedene Varianten für Mützen nehmen, also für Deckel von der Dose praktisch. Ihr könnt jetzt entweder einmal das hier als Mütze nehmen oder ihr könnt euch nochmal so einen unteren Teil abschneiden und das dann von der zweiten Flasche eben als Deckel nutzen. Ich wollte jetzt einfach mal probieren, ob ich das hier als Deckel irgendwie drauf kriege. Mal gucken. Und kriegst du. Ich muss mal richtig abschneiden hier. Meine Flasche ist jetzt leider so gearbeitet, dass die immer wieder nur Stoß auf Stoß passt. Also man kriegt sie weder drüber gesteckt, das Oberteil, noch reingesteckt, dass man das so als Deckel macht. Also haben wir uns überlegt, wir machen einen Rand um die Flasche ringsrum. Hier so, um den Deckel praktisch, aus Knete. Ich habe jetzt hier Fimo, also eine lufthärtende Modelliermasse müsst ihr euch aussuchen. Und da hat doch jeder zu Hause. Ja, jeder Bastler hat irgendeine lufthärtende Modelliermasse und da machen wir uns jetzt einen Fellrand oder einen Rand von der Mütze praktisch. Ein Würstchenrand. Ein Würstchenrand. Und diesen Mützenrand kleben wir uns dann jetzt auf unsere Flasche oder an unserer Flasche fest und haben dann natürlich einen kleinen Überstand. Hoffen wir, dass wir das so hinkriegen. Oder dass das jetzt so ist, theoretisch müsste das ja so sein. Ob es praktisch so klappt, werden wir gleich sehen. Das liegt nur an deinem Talent. An meinem Talent, ja. Jetzt muss man nämlich hier den Rand so drum kleben, dass das hier außen, also hier ein Stück übersteht. Aber nicht zu viel, sonst... Naja, so. Ein bisschen muss es überstehen. Ja, ein bisschen, aber nicht so völlig. Ich hoffe, man sieht jetzt hier, dass der Rand ein bisschen übersteht. Und das muss dann jetzt erstmal trocknen. Ist ja lufthärtende Modelliermasse, also legen wir es erstmal beiseite und lassen es trocknen. Das untere Teil der Flasche wird dann jetzt erstmal schwarz angemalt. Weil ein Pinguin ist ja nun mal schwarz. Also machen wir erstmal den Körper. So, da kann jetzt ruhig alles angemalt werden. Trocknet ja. Trocknet ja ruckzuck. Bei der Farbe, ja. Ja, ich habe hier Decacolor Matt, die trocknet ganz schnell, die deckt super, also die ist beim ersten Mal gleich deckend. Gib doch nicht so an. Und die ist wasserfest, also kann man das, also wetterfest sogar, da kann man so ja das Teil nachher mal ein bisschen abwaschen, abwischen. Nicht in die Geschirrspüler, macht man sowieso keine Plastikflaschen, aber man kann es mal ein bisschen abwischen. Wenn das Schwarze getrocknet ist, dann könnt ihr mit Weiß diesen Pinguin, naja, Körper oder wo auch dann das Gesicht mit drauf ist, ein bisschen malen. So, naja, herzförmig hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, fast. Das schnelle Trocknen ist, weil du ja nachgeholfen hast. Ja, man kann mit dem Föhn immer ein bisschen nachhelfen. Sie hat dafür eine Trocknungsmaschine. Trocknungsmaschine, ein Föhn. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Könnte das jetzt vielleicht aussehen. Jetzt muss das auch erstmal wieder trocknen. Trocknungsmaschine? Ja. Jetzt malen wir dann schon mal ein Auge hin, wenn meine Trocknungsmaschine nicht funktionieren will. So, ein Pünktchen hier. Warum lässt denn die auch so heiß laufen? Jetzt funktioniert sie wieder. Hat gerade knackt. Hat geknackt, ja. Hat geknackt. Und schielen dann. So. Nimm deine Maschine. Wer abrutscht, darf nur mal.
Ich habe jetzt meinen Pinguin nochmal übermalt, weil mein Mann jetzt die geistreiche Idee kam, wenn man jetzt hier gleich zwei solche Nippelchen, also diese Füßchen hier in der Mitte hat, dann hat man auch zwei Pinguinfüßchen gleich. Ist natürlich logisch. Man kann ein bisschen aufpassen, wie man das bemalt. Man kann einfach drauf losmalen oder man kann vorher denken. Nachdenken. Jo, das könnten Füßchen werden. Ich hatte das genau in der Mitte hier zwischen den zwei. Aber man kann es nochmal übermalen. Beim nächsten Mal kann man gleich besser aufpassen. Ihr wisst jetzt, hier unten die zwei nehmen wir als Füßchen. Und jetzt muss das erstmal wieder trocknen. Und während der Trocknungszeit haben wir jetzt schon mal eine Socke zerschnitten wieder. Jetzt kriegt der Pinguin eine Mütze. Da kommt jetzt, ich schiebe die Mütze schon mal weiter drüber hier. Na, hoffentlich geht er doch. Da fehlt ja der Bommel. Ja, der kommt ganz zum Schluss. Und dann wird das einfach mit Heißkleber festgeklebt. Ja, was denn sonst? Man muss schon überlappen lassen, sonst hast du ja den weißen Rand raus. Weißt du, warum die Pferde denken? Weil die einen größeren Kopf haben als du. So ein Kleber. Das ist ein Clowny-Frühstück heute, wa? Ist ja echt. Dann wird das einfach mit Heißkleber festgeklebt. Wenn die Heißkleberpistole endlich mal geht. Ich habe jetzt hier oben das Teil, haben wir überlegt, ob wir zusammenbinden oder wie auch immer. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Heißkleber rangemacht, habe das so zusammengedrückt, dass die Mütze so, naja, hier oben eben geschlossen ist. Und jetzt kommt noch ein schöner großer Bommel oben drauf. Der kann ruhig richtig schön farbenfroh bunt sein. Nehmen wir hier so ein Grün, leuchtend grün. Und den setzen wir jetzt hier auch drauf. Und jetzt malen wir hier noch so einen Schnabel dran. Ihr könnt natürlich auch mit Filz oder mit, wie heißt das andere? Moosgummi, Mensch. Moosgummi was dran kleben, geht auch zu machen. Dann können wir hier noch so Krallen dran setzen, hatten wir uns so überlegt. Dann haben wir gleich die Füße. Zack. Ja, sieht gut aus. Das hast du dir gut einfallen lassen. Zeig doch. Ich habe jetzt schon mal die Mütze aufgesetzt, passt wie Faust auf Auge, hat man ja vorher auch ausprobiert. Und jetzt machen wir noch kleine Flügelchen ran. Flügelchen ist, glaube ich, jetzt noch das... Die Tüpfelchen. Muss. Können zwar nicht fliegen, aber Flügel brauchen wir trotzdem. Die kleben wir jetzt natürlich auch wieder mit Heißkleber an. So ein bisschen nach hinten. Und dann ist er, glaube ich, perfekt. Ja, könnten wir gerade so gelten lassen. 5 bis 6 geschmeichelt, ja. Ja. Die Flügel sind so hoch wie die Ohren. Hat ein Pinguin Ohren? Ja, ich glaube, der hat doch Ohren, ne? Klar. Die sind ja unter der Mitte. Also das ging jetzt wirklich ganz schnell zu machen. Eine alte Flasche, Colaflasche oder Wasserflasche oder sowas. Hat gut, jeder zu Hause. Dass du mich nicht gemeint hast. Hat jeder zu Hause. Ja, die habe ich jetzt immer noch zu Hause, die alte Flasche. Aber gut, so eine PET-Flaschen hat auch jeder zu Hause. Und jetzt könnt ihr euch so viele davon basteln, wie ihr möchtet. Und das ist doch eine coole Geschenkverpackung. Wenn sowas ein Kind zum Nikolaus oder zu Weihnachten bekommt, da freuen sich alle drüber. Ich glaube auch Erwachsene. Also ich würde mich da auch drüber freuen, wenn da jetzt Süßigkeiten drin sind, anstelle von auf so einem Teller, wie wir das immer gemacht haben. Sieht doch viel schöner aus in so einem Teil. Früher hat man es in Schuh gemacht. Oder in Schuh. Aber jetzt haben wir einen Pinguin. Genau. Der sieht natürlich schöner aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin kreativ und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.